Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das ist natürlich schon spannend, hier zu hören, von wem hier Mittelstandspolitik gemacht wird. Natürlich ist es richtig, dass wir bei den Soloselbstständigen Bedarfe haben. Natürlich ist es richtig, dass wir in dem Bereich, wo die Grundsicherung anschlägt, ein Großteil von Soloselbstständigen ist. Aber Sie waren es doch, der das 2004 mit verursacht hat. Ein großes Beispiel war die Abschaffung des Meisterzwangs für bestimmte Gewerke. Das war Rot-Grün. Was Sie machen, ist eine mittelstandsfeindliche, handwerksfeindliche und selbstständigfeindliche Politik. Das ist doch die Wahrheit, über die wir sprechen. Und jetzt müssen wir darüber sprechen, wie wir die Fehler, die Sie machen, wieder ausbaden. Nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich ist es richtig in dem Antrag von den Grünen, dass man eine Vorsorgepflicht mit einführt, aber nicht auf Augenmaß, auch nicht auf Sicht, sondern sie machen es natürlich wieder wie immer per gesetzlichen Zwang. Genau bei den Selbstständigen, von denen wir erwarten in der Politik, innovativ zu sein, mobil zu sein, sich zu verändern. Genau denen wollen Sie einen gesetzlichen Deckel draufstülpen. Lassen Sie doch auch andere Möglichkeiten der Altersvorsorge zu. Lassen Sie doch auch andere Möglichkeiten der Vorsorge für das weitere Leben zu. Und machen Sie keine Zwangseinweisung in die gesetzliche Rentenversicherung. Das hat nichts mit der Realität dieser Menschen zu tun und ist negativ für den Standort Deutschland. Und neben der Rentenversicherung haben Sie ja auch die Alters- bzw. die Arbeitslosenversicherung angesprochen. Wissen Sie, und da stimme ich Ihnen sogar zu, wir müssen im Bereich der Arbeitslosenversicherung uns weiter öffnen. Aber dann muss auch klar sein, dass es einen dauerhaften Verbleib geben muss. Wir können doch nicht zulassen, dass sich jemand als selbstständig erklärt und dann monatsweise, jahresweise hinein, hinaus wechselt. Deswegen brauchen wir auch Sperrfristen. Sonst wird jede selbstverursachte Verschlechterung des Einkommens von der Allgemeinheit getragen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist doch keine vernünftige Politik für Deutschland. Genauso brauchen wir Anwartschaften und natürlich muss auch der Verwaltungsaufwand betrachtet werden. Aber das Thema geht ja noch viel weiter. Wir hatten ja den Weißbuchprozess, der eine, ja, der, das Bemühen, der Versuch war, mal den Bereich Arbeits 4.0 im Status, des jetzigen Status festzustellen. Und natürlich geben sich da Fragen auf. Natürlich geben sich Fragen auf, wie entscheiden wir denn in der Zukunft zwischen Selbstständigen und Arbeitnehmern. Aber wir hatten bis jetzt in der Statusfeststellung keine schwerwiegenden Probleme. Wir hatten auch bei den Abgrenzungskriterien keinen einzigen Fall vor Gericht, wo das nicht klar festzustellen war. Wir haben allerdings eine Veränderung unserer Arbeitswelt und da gibt das Weißbuch bei weitem noch nicht die Antwort, die wir brauchen. Das wird auch nicht sein, was man heute entscheiden kann, schon auch gar nicht mit diesem uninspirierten Antrag, sondern das ist etwas, was wir länger verfolgen müssen. Wie gehen wir denn mit Solo-Selbstständigen um, die sich ganz neu entwickeln? Clickworkern zum Beispiel, die sich über eine App am Handy einloggen. Wer überwacht denn bei denen die Arbeitszeit? Wer geht denn in den Bereich Arbeitsschutz? Wer macht denn, weil Sie vorher so gut die Parität angesprochen haben, der Kollege von der SPD, jetzt ist er weg, es wäre auch noch gerecht gewesen, mal die gesetzliche Unfallversicherung anzusprechen, wo wir nämlich auch keine Parität haben, sondern 100% der Arbeitgeber zahlen. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Und nicht nur bei der Regulierung, sondern natürlich auch bei der Prävention. Also wir haben hier eine Reihe von Fragen. Jetzt, Frau Zimmermann, gehen Sie wieder auf Normal Null. Ich lobe Sie jetzt auch gleich. Wir haben ja auch sogar bei der IG Metall das schon erkannt. Die haben mit ihrer Plattform Fair Crowd sehr gute Aufklärungsarbeit geleistet. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir den Markt erkennen können. Das entwickelt sich. Das wird dieser Bundestag definitiv noch einmal zu entscheiden haben. Der Arbeitsmarkt wird sich verändern. Wir müssen richtige Antworten geben. Den Antrag, der uns jetzt vorliegt, beide Anträge sind nicht zum Wohl dieser Republik, sondern zum Schaden. Mit Mittelstandspolitik und Arbeitsplatzförderung hat das alles überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach Wahlkampfgetöse, da machen wir nicht mit. Deshalb lehnen wir ab. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache.